So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Online Season 1. So, mein siebtes Duell müsste das schon sein. Ich habe gar nicht mal mitgerechnet, ey. Okay, wir spielen jetzt mit dem Pegasus-Deck. Und haben die Beste an der Welt. Das ist nicht möglich. Was ist das für eine scheiß Hand? Na ja, gut, da können wir was mitmachen, aber... die bringt auch nichts. Na ja, gut, schwer. Ach, die bringt nichts. Was ist das denn? Okay. Ich will dich. Ich bin dich verdeckt. Und aktivieren schwarze Anhänger. Naja, ich meine 1-9, ne? Ja. Da haben wir das verdeckte Monster. Und er kommt mit Marshmallow an, ernsthaft. Wehe, das ist wieder so ein Pisser, der mich im fünften Duell erledigt hat. Und das auch nur, weil ich keine Kantkarten mehr hatte. Warum? Ja gut, dann greife ich ihn nicht an. Ha. Aber bringt mir ja nichts. Bringt mir ja gar nichts, ey, verdammt. Mensch, Kenners, das sieht schlecht aus. Ich bin der Meinung, wir verlieren heute. Naja. Oh, Gatze kommt da. Ach, wahrscheinlich kommt er mit... Ach, mit so einem Deck spielt er. Ja, klasse, das Monster kann ich nicht vernichten. Theoretisch könnten wir auch schon aufgeben. Ne, ist ernsthaft so. Theoretisch könnten wir jetzt auch schon aufgeben. Aber gut, wir spielen auch ein bisschen auf Verteidigung. Nein. Nein. Fuck hier. Wieso kann man da nicht die Karte... In jedem Yu-Gi-Oh! Kann man die Karten umswitchen. Nein, bei ihm nicht. Was ist das? Ja komm, 1-2 kannst du vernichten. Ganz locker. Okay, blauer Ninja. Mit dem kann man doch vielleicht noch was machen. So, das war's schon wieder. Also, verräterisches Schwert, da geht daneben. Aber bringt mir ja nichts. Marshmallow kann ich nicht besiegen. Auch mit diesem Deck bestehen nur noch die Tonmonster, die mich zum Sieg führen könnten. Dream Clown. Wenn diese... Ich habe meine Meinung geändert. Das Monster wird alles. Einmal hier switchen in der Angriff Verteidigungsform und schon zerstöre ich ein Monster. Naja, was willst du da machen, mein Freund? Was willst du da machen? Oh, tun mehrmals haben wir schon. So. Dich setzen wir in die Verteidigungsposition. Zerstören ein blödes Marshmallow-Viech. Wehe, du hast jetzt diese... Nein. So. Greifen jetzt mit No-Face an. Nein. Müsste eigentlich hier funktionieren. Okay, hier kommt ein magischer Zylinder an. Vielleicht haben wir noch eine bessere Möglichkeit. Ja, sehen wir mal kurz. Behalten wir die Karte erstmal. Kann uns vielleicht später noch nützlich werden. Okay, ein weiteres Monster verdeckt. Ich ahne einen weiteren Marshmallow. Oh, drei Karten verdeckt. Ja gut. Oh, vier Karten. Ist mir relativ egal. Ich greife trotzdem an. Das war nicht die Karte, die ich bräuchte. Oh, er will was aktivieren. Effekt, die Life Points eines Gegners zu erhöhen, fügen statt des Life Points zu. Cool. Ja, ich kenne dieses Deck da, was man einsetzt. Dein Gegner hält. Ja, fick dich! Fick dich! 3000 Punkte! Nee, ist klar, will das mir jetzt schon beenden oder was? Nee, nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir.
So, Falle entfernen erstmal. Die Karte geht weg. Ja, ja, ne? Dafür haben wir die Falle entfernen Karte, da. Was? Beide Spieler werfen eine Münze. Falls das Ergebnis nicht im Kopf ist, erhöht seine Löffel. Das erhöht, ja, 2000 Schaden. Was? Ja, toll, das bringt mir gar nichts. Ich verliere so oder so 2000. Fuck. Ich verliere sowieso 2000 Punkte. Position. Kommt das Marshmallow drunter. Ich weiß das. Marshmallow Zylinder. Okay, wir haben verloren. Du verdammter Penner, ey. Warum hat er zweimal magische Zylinder? Kann man diese Karte wirklich zweimal schon wieder im Deck tun? Da muss ich aber gleich erstmal nochmal nachgucken, wie oft man diese Karte verdeckt tun kann. Aber gut. Das war's von uns heute. Es steht 5:2. Bitter wirklich. Aber egal. Wir haben noch einige Decks und Duelle vor uns. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Online Season. Bis dann und haut raus. Ciao.